Ja, guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen im Namen vom Schweizerischen Gemeindeverband, aber natürlich auch vom Verein Minigemeinde zu dem ersten Minigemeinde Live. Ich bin der Christoph Niederberg, Direktor vom Schweizerischen Gemeindeverband und sitze auch im Vorstand von Minigemeinde, einem Verein, den ich vorher erwähnt habe. Ja, wenn man denkt, vor einem Jahr und jetzt zurückdenkt und jetzt sich in die heutige Zeit versetzt, niemand hat geglaubt, dass wir so etwas wie heute überhaupt würden durchführen. Vor einem Jahr haben wir noch uns durch die verschiedenen Conferencing-Tools durchgekämpft. Sind froh gewesen, wenn wir reingekommen sind, wenn wir haben können reden und einander einigermaßen gesehen haben. Heute, nach einem Jahr Covid-Pandemie, ist das schon fast Normalität, gehört zum Alltag. Hoffentlich wird es dann auch wieder anders, aber ich bin sicher, dass vieles auch wird bleiben. Und damit muss ich auch sagen, ist das eigentlich das Einzige oder etwas vom weniger Positiven von dieser ganzen Situation, wo wir jetzt seit einem Jahr drinnen leben. Digitalisierung ist das Stichwort, Digitalisierung ist das Thema. Natürlich geht es um Digitalisierung, elektronische Applikationen, smarte Lösungen in den Gemeinden. Und Sie alle wissen das auch. Das geht hier nicht nur ums Verwaltungsgebäude, um das neueste Update von irgendeinem Programm für Adressverwaltung oder die Steuern oder was auch immer, sondern es geht auch um einen Werkhof. Es geht auch um die Schulen. Es geht aber auch um einen Parkplatz. Es geht um die Bibliothek. Ja, es geht sogar um einen Eintritt in die Badi. Das alles hat mit Digitalisierung zu tun. Und meine Gemeinde und der Schweizerische Gemeindeverband hat die Situation erkannt. Und ich habe fast täglich, muss ich sagen, das hat sich auch stark verstärkt während der Covid-Pandemie, Anfragen von der Wirtschaft, berechtigte Anfragen von Leuten, die der Gemeinde etwas verkaufen wollen, ob smart oder nicht smart. Das haben wir eben, die Frage ist eben entscheidend. Und darum haben wir auch den Verein meine Gemeinde gegründet. Und gesagt, es braucht einen geordneten Zugang von der Wirtschaft zu den Gemeinden im Bereich von der Digitalisierung. Weil nicht alles ist gut und dafür haben wir ein Netzwerk geschaffen. Und heute sehe ich das Netzwerk sehr lebendig vor mir mit all den Leuten, die teilhaben. Und aus deren Idee ist natürlich auch entstanden, dass wir Gefäße, neue Gefäße, moderne Gefäße machen, wo wir die ganzen Sachen an Sie bringen, an die Leute in der Gemeinde, an Gemeindepräsidentinnen, an Gemeindepräsidenten, an Gemeindeverwalter, an Gemeindeschreiber, all die, die in der Gemeinde etwas arbeiten und zu tun haben. Ich möchte in dem Zusammenhang Danke sagen am Team, das das alles organisiert hat, insbesondere am Noé Blanpin, aber auch am Philipp Platter vom Schweizerischen Gemeindeverband, am Alex Solberger, am Rees Switschi, und noch allen vielen mehr. Entschuldigung, wenn ich da ein paar vergessen habe. Ich freue mich jetzt aufs erste Minigemeinde Live. Ich bin überzeugt, ich kann sehr viel lernen, denn das ist auch so eine Konstante, die sich durch das Ganze durchzieht. Man lernt jeden Tag während der Covid-Pandemie neues Zeug. Und tun wir uns doch jetzt auf das Positive konzentrieren in der nächsten Stunde. Das Thema ist Internet der Dinge. Ich kann Ihnen sagen, es ist mehr als nur E-Commerce. Also es geht nicht darum, wenn man Züge kauft über das Internet, sondern es ist etwas, was mit der Gemeinde zu tun hat. Und ich gebe jetzt das Wort zurück an Noé. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich freue mich auf die nächste Stunde und auf Wiedersehen, hoffentlich. Besten Dank, Christoph. Ich möchte mich auch begrüßen von meiner Gemeinde. Ich bin Präsident von meiner Gemeinde und vertreten im Verein Post. Uns ist eigentlich Praxis sehr wichtig. Von dort sind wir auch gespannt, was das vielleicht im Chat noch rein tut. Also dort Fragen. Wir werden aber möglichst Theorie mit der Praxis verbinden. Wir werden drei kurze Referate hören. Zuerst so ein bisschen, wieso IoT und Internet in der Gemeinde wichtig ist. Wir hören Praxisbeispiele und einfach so ein bisschen den Blick in die Zukunft. Aber jederzeit Fragen stellen, durch den Chat reinschreiben, wir müssen aufnehmen. Wir haben am Schluss auch Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten. Wir werden auch schauen, dass wir rechtzeitig aufhören, sodass ihr eigentlich um 9 Uhr wieder an die nächsten Sitzungen gehen könnt.
Von der her, ich freue mich auf die nächsten Minuten und würde gerne an Alex weitergeben, der jetzt das erste Referat macht. Also, guten Morgen miteinander. Mein Name ist Alex Bukowiecki. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich da bei dieser Premiere gerade live dabei sein darf. Ich hätte noch gerne vielleicht die Präsentation eingeschaltet. Die sehe ich jetzt gerade noch nicht, oder wie ist das denkt? Genau, also, wunderbar. Wie komme ich dazu, da zu reden zu Ihnen? Mein Name ist Alex Bukowiecki, ich bin Geschäftsführer vom Verband Kommunale Infrastruktur. Das ist eigentlich so der technische Fachverband, Partnerverband auch für die Städte und Gemeinden. Wir sind Partnerverband vom Schweizerischen Gemeindeverband und eine Sektion vom Schweizerischen Städteverband. Und unsere Leute, die sich bei uns treffen von den Städten und Gemeinden, das sind Fachleute von den Infrastrukturabteilungen. Und von dem her freut es mich sehr, dass die Anfrage gekommen ist, da zum Thema Internet der Dinge im kommunalen Infrastrukturmanagement kurz einzuführen. Das Thema ist bei uns im Verband, Sie können sich vorstellen, überall präsent. Die Frage, die bei uns auch so immer diskutiert wird, gehen wir jetzt da von unten auf vor, fangen wir mit Projekten an und kommen so zu Strategien oder machen wir zuerst grosse Digitalisierungs- und IoT-Strategien und brechen das nachher ab. Ich werde da ein Einblick geben für unsere Küche, wie wir zur Thematik einschätzen. Die nächste Folie bitte. Wer sind wir? Ich habe es kurz gesagt, das Ziel von unserem Verband ist eigentlich, dass das Infrastrukturmanagement in der Gemeinde und in den Städten und in den interkommunalen Zweckverbanden in unserem Land gut funktioniert. Dafür haben wir Austauschfachgruppen zu 7 verschiedenen Themen. Wir haben was Verbände zu machen, wir publizieren Musterdokumente, wir organisieren Seminare, Kongresse, zurzeit mehr in digitaler Form, wie alle anderen auch. Dann kommen wir bereits weiter. Genau, unsere Themen, die sind recht breit in die ganzen Infrastrukturbereiche hinein. Wir fangen bei der Abfallwirtschaft an, das Abfallsammlung, das Recycling. Dann haben wir bei uns Plattformen, wo sich die Abwasserfachleute treffen können, die Strassen unterhalten, die kommunale Immobilienverwalter, Energie- und Klimafachleute und quer durch das Ganze durch natürlich noch so spartenübergreifenden Infrastrukturmanagement mit der Kernfrage, wie hat die Gemeinde einfach ihr riesigen, wertvollen Infrastrukturportfolio im Schuss. Und in jeder Fachgruppe, wo wir uns treffen, kommt sicher zurzeit das Thema Digitalisierung auf als Input. Das sind genau die Fragen, die eingangs gestellt worden sind. Wer hat welche Erfahrung mit welchem Produkt? Wer hat schon wo angefangen? Und von dem her finde ich es super, dass wir genau so ein Gefäß heute haben, um das ein bisschen diskutieren zu können. Gehen wir zum Thema gerade rein. Das, wenn ich so zuhören bei uns in den Gremien, tönt es ein bisschen so. Zuerst mal IoT, ja, tönt gut, super. Und dann kommt mal der erste Griff an den Kopf. Was gibt es überhaupt? Habe ich einen Überblick über den Markt? Dann mal die Frage, auch stimmt eigentlich das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Was bringt mir das, wenn ich Internet der Dinge bei mir im Infrastrukturbereich installiere? Und was ich auch noch feststelle, wir sind auch in unseren Sparten so in einem Generationenumbruch von Leuten in meinem Alter und Digital Natives. Und dann so damit die Frage natürlich auch, wem glaube ich jetzt für meine Daten? Meinen Augen, der Strassenzustand, wo mir der Werkmeister draußen aufnimmt mit seiner langjährigen Erfahrung und sagt, die Straße ist gut und die nicht mehr. Oder glaube ich den Sensoren, wo mir das unter Umständen tagesaktuell aufnehmen können. Das ist dann noch ein bisschen die Stimmungsfrage im Ganzen, die mitschwingt. Nächste Folie. Jetzt, wenn wir da von den Optionen reden, was kann man alles machen, dann ist es natürlich riesig, oder? Wenn wir davon ausgehen, wir wollen vielleicht irgendwann fast eine flächendeckende Sensorinfrastruktur mit mehr Echtzeitdaten, dann können wir die im öffentlichen Raum, wo das Gemeinwesen zuständig ist, und die Fahrzeuge eigentlich einsetzen für das Verkehrsmanagement, also, geht es irgendwo, fährt bei den Parkhäusern an, geht über aktuelle Verkehrsbelastungen, dann die ganzen Themen von auch Umwelt, Luftqualitätsdaten zum Beispiel, das Energiemanagement, da spreche ich natürlich vor allem die öffentliche Beleuchtung an, da kennt man schon viele Beispiele, dass eben die Energie nur dann gebraucht wird, wenn sie wirklich nötig ist. Das Gleiche in den Gebäuden auch mit Heizungen. Da kann man natürlich, muss das Gebäude dann geheizt sein, wenn niemand drin ist. Dann die Entsorgungsdienstleistungen,
Da kann man auch ganz viel machen und optimieren. Sicherheit, Personen identifizieren. Und natürlich jetzt bei der Infrastruktur vor allem auch wirklich Echtzeit, Betriebszustand von Strassen, aber auch der ganzen unterirdischen Infrastruktur, sprich Kanalisationen, was passiert dort. Das hat man bisher einfach ab und zu optisch aufgenommen und kann jetzt eigentlich immer mehr auch Echtzeit überwachen. Das ganze Mobiliar im öffentlichen Grund, im öffentlichen Raum, Abfallkübelfüllstände, Immobilien und ein ganz wichtiger Punkt natürlich auch die ganze Naturgefahrenmonitoring. Ich denke jetzt an alpinen Raum, da ist ganz vieles möglich, natürlich auch dank Sensortechnologie, wo man sich lange Zufahrten kann sparen und wenn dann die Daten stimmen und der Sensor ganz ist, eigentlich die gleiche Information hat. So die grosse Frage im Ganzen ist also, wer verantwortet eigentlich die Sensorinfrastruktur? Wer ist dafür zuständig? Man baut da neue Infrastrukturen auf, die helfen, die bestehenden Infrastrukturen im Griff zu haben. Also man muss auch da dann wieder wissen, wie zuverlässig ist die Messinfrastruktur. Ein bisschen das Datenmanagement. Ja, wer betreibt das überhaupt? Wer ist dafür zuständig? Und dann vor allem die grosse Schlüsselfrage, ein bisschen Daten. Wem gehören sie denn überhaupt? Gehören die mir als Gemeinde nachher oder gehören die am Betreiber? Sind die quasi nur gemietet und wenn ich dann den Vertrag künde, dann sind die Daten weg und ich habe nichts mehr im Archiv. Das sind so ein bisschen die Überlegungen, die man sich machen muss, die sicher so gehören aus der Praxis, wo sich, bevor man einsteigt in die Projekte oder dann zumindest nach meinem ersten Projekt einmal überlegt, so, was haben wir für ein Konzept, wenn wir das Ganze ausweiten wollen. Nächste Folie bitte. Ja, ich will einfach so ein paar Handlungsfelder ein bisschen antippen. Schon länger im Einsatz sind natürlich Mobilitätsdaten auch von den Handynutzern. Das ist jetzt die Gemeinde Büi, wo da eine spezielle Smart City auch eine Page aufgeschaltet hat. Die machen jetzt dann den Ansatz, dass sie viele Projekte mal starten, in verschiedenen Bereichen und dann daraus schauen, was bewährt sich und was kann man umsetzen und was bleibt. Und sie sind jetzt da seit eigentlich 5 Jahren bereits schauen, wo die Leute sind, wo halten sich die Leute auf aufgrund von der Mobildaten, von den Handys, die sich im öffentlichen Raum bewegen. Wenn die Zusammenarbeit mit der Industriepartner aus der Telekom bieten natürlich ganz grosse Möglichkeiten. Man sieht es auch jetzt in der Pandemie mit dem Verkehrsmanagement, typische Anwendung. Ich glaube, das ist schon recht eingeführt. Aber natürlich auch für die Gemeinde durchaus wichtig, zu wissen, wo ist wann wirklich Verkehr. Wo gehen die Leute durch? Wo sind die Aufenthaltsorte? Ist es dort, wo man meint? Oder ist die Realität eine andere? Nächste Folie bitte. Der Klassiker, ich glaube, das kennen Sie, der Abfall aus dem Entsorgungsbereich und dem Werkhofbereich raus, so der Abfallbehälter mit Füllstandsmessung bewährt sich, was ich höre, vor allem so ein bisschen abgelegene Gebiete, wo man auch lange Anfahrtswege kann sparen kann, zum Picknickplatz irgendwo, ein bisschen im Grünen aussen, wo man vielleicht dann schon wieder eine Fahrt kann einsparen, wenn er nicht voll ist. Das ist sich eigentlich ganz klar am Durchsetzen. Das Ziel ist da klar, man will gezielter können intervenieren dank diesen Internet of Things Anwendungen. Nächste. Sauberkeitsdebatte, die Littering-Saison kommt wieder. Was ist sauber, was ist nicht sauber? Recht ein subjektiver Begriff, seit Jahren. Die einen stört das Littering mehr, die anderen weniger. Die anderen haben mehr Probleme mit Vandalismus oder mit Sprayereien. Auch da natürlich, man kann heute eigentlich bereits die ganzen Reinigungsmaschinen so ausrüsten, dass sie erkennen, was genau am Boden liegt. Man könnte also eigentlich heute schon sagen, wir wissen, es hat genau so und so viele Zigaretten am Boden gehabt, es hat so und so viel Papier, auch in Gummi. Die Frage ist nachher, was nützt mir das als Gemeinde, wenn ich das täglich irgendwie scharf weiss in diesem Detaillierungsgrad? Das ist ein Punkt, wo man sich dann überlegen muss, wie oft braucht es solche Aufnahmen, um eigentlich die Gemeindeaufgabe korrekt und in einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis zu machen. Eigentlich natürlich auch ein Klassiker könnte man das machen beim Winterdienst. Man muss wissen, wann haben wir wie viel, sorry nochmal schnell, ja. Der Salzeinsatz im Winterdienst, wie oft sind wir durch, wie viel Salz haben wir jetzt da genau rausgelassen. Und aus den Werkhöfen kennen wir natürlich die Thematik, dass irgendwann dann im Sommer die Anfrage kommt von einer Versicherung von jemandem, der dort umgekehrt ist an einem Ort und dann will wissen, am 16. Februar 2020, was habt ihr dort gemacht im Winterdienst?
natürlich so Live-Echtzeitdaten hat und abrufbar kann man einfach Datum eingeben und den Interventionsplan rausziehen mit den entsprechenden Salzstreumengen und nachher relativ einfach nachweisen, schauen Sie, wir sind dort gewesen. Das haben wir gemacht. Nächste Folie bitte. Energiedatenmanagement, da geht es um Energieeffizienz, eben mit zum Beispiel künstlicher Intelligenz in Schulhäusern, wo dann eben eigentlich Sensoren auch am Heizkörper mit dem Nutzerverhalten verbindet. Da gibt es spannende Möglichkeiten. Ein Projekt haben wir von unserem Verband letztes Jahr mit dem Innovationspreis ausgezeichnet, weil es da genau so einen guten Mix gemacht hat zwischen künstlicher Intelligenz, Internet of Things und Nutzerverhalten und Energieeffizienz. Das kann man sonst nachschauen, da gehe ich nicht weiter drauf ein. Nächste Folie. Dann Infrastruktur, Zustandsbeurteilung, ein Riesenthema. Man kann heute Autos über die Strasse fahren, die einem sämtliche Erschütterungen und Zustand messen. Auch im Bereich der Kanalisationsnetz kommen immer mehr Sensoren. Dort ist manchmal unterirdisch noch Datenübermittlung ein kleines Thema. Man hat nicht ganz die Mobilfunkabdeckung, wie man das oberirdisch hat. Und es gibt natürlich das Thema dann von diesen Kanalfernsehaufnahmen. Das heisst, man geht ab und zu mit dem Fernseher durch die Kanalisation durch und schaut so, wie der Zustand ist von der Kanalisation. Das machen wir schon lange. Aber was jetzt mit der künstlichen Intelligenz dazu kommt, ist dann natürlich das automatische Auswerten. Sie können sich vorstellen, es gibt Spannenderes, als stundenlang irgendwelche Kanalisationsvideos zu schauen. Und mit künstlicher Intelligenz kann man dann natürlich jetzt auch einen Computer die Auswertungen machen, die aufgenommen worden sind durch Sensoren, durch Kameras im Untergrund. Also da gibt es sicher eine Effizienzsteigerung. Und ja, mit lernfähigen Algorithmen, die da das Infrastrukturmanagement können, vereinfachen können. Nächste Folie. Das Ganze kommt mir ein bisschen so vor. Wir haben zurzeit ganz viele Einzelteile, die am Schluss sicher einen guten Bausatz gibt. Und ich glaube, wir sind noch in dieser Phase, wo wir schauen müssen, wie passt die Digitalisierung zusammen, wie passen die Projekte insgesamt für eine Gemeinde zusammen. Und da möchte ich eigentlich schon fast zum Fazit kommen, dass wir nachher zu den Praxisbeispielen kommen. So ein bisschen die Frage, haben wir denn ein besseres Infrastrukturmanagement dank IoT? Sagen wir eigentlich ja, wenn wirklich die Arbeitsabläufe vereinfacht werden, wenn wir damit bessere Entscheidungsgrundlagen geschaffen haben als heute und eben vielleicht keine Datenfriedhöfe generieren, wo wir uns mehr in Datenbewirtschaftung investieren als in die Entscheidungsdiskussionen. Wir sind dann gut unterwegs, wenn sich die verschiedenen Digitalisierungsprojekte pro Gemeinde ergänzen. Und vor allem wichtig auch die Erfahrungen von denen, die jetzt am Start sind, erste Erfahrungen sammeln, dass die geteilt werden, skaliert werden. Und da sind wir noch so ein bisschen beim Datenbereich. Wenn wir die Widersprüche zwischen Datenschutz und Öffentlichkeitsprinzip gelöst haben, das gerade auch wieder gesehen bei der EID-Abstimmung, das sind sensible Themen. Das betrifft aber auch mit Datennutzung vom öffentlichen Raum. Müssen wir da noch ein bisschen genauer anschauen. Und ich glaube, aus Gemeindesicht ist auch das Kostenthema wichtig, oder? Also, wenn Digitalisierung alles teurer macht, dann muss man Fragezeichen aufwerfen, Gemeindesbudget. Ja, sind mal irgendwie gegeben, kann phasenweise umlagern. Die Idee ist ja meistens nicht, dass man allzu viel mehr braucht. Also ich glaube, das Thema Kosten ist ein wichtiger Punkt, wo man muss schauen muss, dass man da wirklich Effizienzsteigerungen anbleibt und einen Mehrwert hat. Wir empfehlen darum eigentlich, gehen Sie an den Start, sammeln Sie Erfahrungen in der Gemeinde mit Pilotanwendungen, tauschen Sie die aus auf verschiedenen Plattformen. Das kann auf meiner Gemeinde sein, das kann im technischen Bereich in unserem Verband sein. Und bauen Sie vom Bottom-up her nachher in verschiedene Bereiche aus ihrer Gemeinde. Also unser Plädoyer ist klar, ein bisschen anfangen und dann grösser werden, wenn man sieht, dass etwas funktioniert und Freude macht in der Anwendung und den Leuten einen Nutzen bringt. Damit hätte ich bereits geschlossen und wünsche Ihnen viel Erfolg bei diesem Thema. Sind Sie mutig, gehen Sie ans Werk, es bietet viele Chancen. Merci vielmals. Besten Dank. Dann ist der Arturo von der Swisscom an der Reihe. Bitte. Danke vielmals, Alex. Super Einstieg. Vielen Dank. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich hier ein iPad-Praxis-Beispiel vorstellen darf. Wie es Alex schon gesagt hat,
Ich bin bei IoT, Internet der Dinge, Abteilung bei der Swisscom. Wir tun vor allem Sachen umsetzen in diesem Bereich. Darum freue ich mich, dass ich jetzt da ein paar Sachen zeigen darf, die wir eben mit Gemeinden bzw. auch Städten umgesetzt haben. Weiter. Also ich werde vor allem mal ein paar derzeitige Anwendungsfelder anzeigen, die ich immer vermehrt angetroffen habe. Dann ein Praxisbeispiel, wo ich das Gefühl habe, dass es interessant ist. Und dann am Schluss aber auch wirklich anschauen, was sind denn eigentlich so ein bisschen Hürden bis jetzt oder wo sehen wir eben Chancen. Dann weiter. Genau, also Smart City ist ja wirklich ein riesiges Thema. Wo fängt man da eigentlich an? Ich habe da wirklich drei Themenfelder vorstellen, die ich immer mehr antreffe bei den Gemeinden. Das ist zum einen die Verwaltungen im Bereich Gebäudeoptimierung, Sicherheit, Verkehr, aber eben auch flexible Datenplattformen. Also Sie sehen, auch Daten sind da bereits ein Thema. Dann ein weiteres Thema ist natürlich Energie, Smart Meter. Da wird auch der Herr Imholz später mehr dazu sagen. Aber auch Energieberatungsmodelle in der Zukunft. Wie sieht das in der Zukunft aus? Können wir dann vielleicht mehr erfahren, wie viel Strom das wir verbrauchen, wie wir das optimieren können? Dynamische Stromtarife sind das Thema, Leckageortung vom Wasser sowie auch Bewässerung in der Landwirtschaft. Dann ein weiteres Thema, wo wir gerade auch daran arbeiten, ist Abfallentsorgung. Da wirklich auch irgendwie gerade bei Unterflurcontainern, wo eben wirklich riesige Container sind, dass es sich lohnen würde, um den Füllstand zu messen und eigentlich nur dann zu lernen, wenn der wirklich auch voll ist. Ein weiteres Thema, noch nicht so in der Umsetzung, aber auch wirklich sehr spannend, ist das Thema Recycling. Da geht es vor allem darum, eigentlich zu überlegen, wie können denn die Leute mehr recyceln oder was recycelt sie, dass man da ein bisschen mehr herausfindet und das auch beeinflussen kann. Eins weiter drücken. Aber schlussendlich, zurück. So. Genau. Schlussendlich sollten die Anwendungen mindestens eins von diesen Sachen erfüllen auf der rechten Seite. Also tut man durch so eine Anwendung weniger Ressourcen brauchen, hat man mehr Lebensqualität in der Gemeinde oder hat man eine höhere Standortattraktivität. Das steht auch immer im Zentrum, wenn man so etwas umsetzt. Weiter. Ich habe da ein Pilotprojekt mitgenommen, das wir mit einer kleineren Stadt machen, 16'000 Einwohner. Man muss auch dazu sagen, das kann man auch gut machen, wenn man eine kleinere Gemeinde ist. Man könnte sich sogar auch überlegen, das eben über einen Verband eigentlich zu schauen, ob man da ein paar Gemeinden sich zusammenschließt und gewisse Sachen eben, also die anfänglichen Kosten, wird dann aufteilen. Das macht durchaus Sinn. Bei dieser Stadt, kleineren Stadt, ist es eigentlich darum gegangen, 5 Anwendungsfelder zu prüfen, zu testen. Und zwar, dass man es möglichst schnell machen kann, aber auch kosteneffizient. Und dann eigentlich zu schauen, welche lohnt sich denn wirklich für Ihre Gemeinde. Im ersten Fall geht es um öffentliche WC-Anlagen. Da tut man eigentlich anhand von dem Sensor, wo Sie auf der rechten Seite ein bisschen sehen, der Multisense von der Swisscom, tut man die Türöffnungen zählen und so schauen, wie oft werden die WC-Anlagen gebraucht. Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Sobald es öffentliche WC-Anlagen gibt, ist da jetzt wirklich super, will ich da jetzt reingehen? Und umgekehrt gibt es vielleicht Anlagen, die kaum gebraucht werden. Der zweite Fall ist ein Archivraum. Das heisst, da tut man Temperatur und Luftfeuchtigkeit überwachen. Die Stadt möchte auch weitergehen und das zum Beispiel in Museen einsetzen. Da gibt es ja auch zum Beispiel Ortsmuseen oder sonstige Bibliotheken, wo man gewisse Daten schützen muss. Dann das dritte ist tatsächlich Glatteisgefahr. Da gibt es eigentlich ein Fahrzeug, das am Morgen sowieso raus muss für den Morgendienst. Und da hat man so einen Sensor montiert, wo die Luftfeuchtigkeit auf der Straße messen und die Temperatur. Und wenn Sie dann zurück sind aus Ihrem Dienst, sehen Sie eigentlich, machen Sie Ihren Dashboard auf und sehen dann, bei diesen Straßen müssen wir jetzt salzen. Da sieht es so aus, als wäre da eben glatt ist. Dann das vierte, auch Unterflurcontainer. Sie haben da auch einen Sensor integriert. Und jetzt wird man eigentlich wirklich schauen, tut man jetzt weniger fahren, ist man effizienter und falls das ja ist, dann möchten Sie das eigentlich überall dann einsetzen bei den Unterflurcontainern. Dann das letzte ist ein Dieseltank, wo
die die Stadt hat. Da möchte man einfach immer sicherstellen, dass man nicht zu früh oder zu spät bestellt. Weil wenn man zu früh bestellt, kostet das auch etwas. Und entsprechend möchte man das auch schauen, ob man da könnte optimieren könnte. Dann einmal drücken. Please. Oder kannst du auch gerade zweimal und dann bleiben. Super, genau. Die Daten werden jetzt mit diesen Sensoren übermittelt an eine zentrale Plattform. Dafür wird Swisscom Netz gebraucht. Es spielt eigentlich keine Rolle, welche Technologie das gebraucht wird. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen und es wird einfach je nach Fall das Beste gewählt. Bei der Datenplattform geht es eigentlich darum, dass alle Use Cases sich da wiederfinden. Und es ist jetzt nicht dafür gedacht, dass man Daten langfristig da speichern. Dafür ist das eben sehr flexibel. Man hat da Schnittstellen, wo man die kann integrieren in bestehende Prozesse von der Gemeinde. Also da tut eigentlich die Gemeinde entscheiden, wo die Daten dann hingehen. Die Plattform ist eigentlich vor allem da, beispielsweise 3 Monate, dass man da wirklich auch irgendwie sieht, täglich, was ist jetzt passiert, aber dass dann nachher Daten eben eigentlich zu der Gemeinde gehen. Genau. Dann weiter. Genau. Jetzt ist eigentlich auch die Frage, ja gut, das klingt super, aber was gibt es denn für Risiken oder Schwierigkeiten, um mit so etwas zu starten? Ich sage immer, die Digitalisierung fängt heute an. Der Grund für das ist eigentlich, wir wissen, dass es dass Smart City Entwicklung oder Stadt Gemeindeentwicklung nicht so greifbar ist. Man hat, es ist zum Teil auch sehr unkoordiniert, wer ist jetzt für das zuständig. Und am besten eignet sich eigentlich, dass man überlegt, in welchem Bereich der Gemeinde könnte wir mit einem Projekt starten. Eins weiter. Von mir aus gesehen, das Wichtigste ist eigentlich, was bringt die Lösung wirklich. Also das ist eigentlich auch oft so, dass man gesehen hat, dass man Lösungen umgesetzt hat in einem POC und nachher hat es aber niemand mehr interessiert, man hat es nicht weiterführen wollen, weil man eben sich nicht überlegt hat, ob das jetzt wirklich einen langfristigen Nutzen hat. Und darum, Mehrwertgenerierung muss eigentlich immer im Zentrum stehen. Das heisst, was möchte man damit erreichen? Welche Abteilung in der Gemeinde profitiert davon? Wer möchte eigentlich die Lösung dann schlussendlich nutzen? Dann nochmal eins weiter. Das Letzte, Technologien sind da, also an dem scheitert es sicher nicht. Und es sind auch wirklich reife Technologien, sind verfügbar heute in der Schweiz, schweizweit übrigens auch. Darum, man ist überfordert von dieser Vielzahl von Technologien, aber gleichzeitig geht die Digitalisierung sehr schnell voran. Wir sehen eigentlich wirklich jedes Jahr, also vor ein paar Monaten bin ich umgezogen und ich konnte über E-Umzug jetzt wirklich innerhalb von 5 Minuten mich abmelden und anmelden und habe kaum können glauben, dass es wirklich funktioniert hat. Also da sehen wir, Digitalisierung ist da und man kann wirklich mit günstigen Anwendungen mal anfangen, vielleicht mal klein anfangen und gewisse Lösungen testen, Erfahrungen damit sammeln, bevor man da eben eigentlich immer mehr und mehr Anwendungsfälle dazu nimmt. Genau, dann nochmal weiter. Es zeigt sich auch ein bisschen in den Zahlen, die wir sehen. Das ist eine Studie von Microsoft, die dann wirklich auch aufzeigt, tatsächlich scheitern die meisten Internet der Dinge-Projekte daran, dass entweder die Implementierung zu teuer ist, aber eben der Nutzen oder der Nutzen unklar ist. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, oder? Also der Nutzen, das ist eigentlich das A und I von dieser ganzen Sache. Dann nochmal eins weiter. Ja, wenn man interessiert ist, wie kann man da vorgehen? Oder ich zeige vielleicht mal das Vorgehen, wie wir das mit dieser Stadt gemacht haben. Also in der Regel, wir zeigen mal, was überhaupt Internet der Dinge kann, dass man ein bisschen versteht, was ist eigentlich möglich. Und nachher sind eigentlich die Use Cases wirklich von der Stadt, von der Gemeinde, kommen die selber, oder? Die verstehen dann eigentlich, was das Prinzip ist und sagen dann, in diesem Bereich können wir jetzt wirklich einen Nutzen haben. Und wir helfen dann eigentlich mit dem, mit welchen Cases sollte man anfangen, wie viel kostet das, was sind potenzielle Nutzen, die ich habe, wie viel würde ich sparen können. Und dann eigentlich tun wir das implementieren. Und es gibt auch Partner, die zu einer Lösung dazugehören. Ein Beispiel ist wirklich vieliger Entsorgungssystem. Jetzt in dem Beispiel von Unterflur. Da braucht es tatsächlich mehr als Swisscom und Gemeinde selber, sondern wirklich auch sonstige Partner, die mit dieser Lösung
etwas zu tun haben. Und so kann man sich eigentlich das vorstellen, dass man da so einen POC könnte starten. Danke vielmals. Danke dir für die Ausführungen. Wir kommen zum letzten Referat von Urs Imholz, bitte. Guten Morgen miteinander, Urs Imholz. Ich mache Geschäftsführung bei der GWF Messsystem. Wir sind ein Industriezulieferer für Gemeinden seit über 120 Jahren. Wir arbeiten mit Gemeinden zusammen im Bereich Wasser, Gas und neu auch im Bereich Fernwärme, Strom und Abwasser. Mein Referat geht um das Thema Visionen für die IoT-Zukunft. Der Helmut Schmidt hat zwar einmal gesagt, dass wer Visionen hat, sollte lieber zum Arzt gehen. Wir haben aber gesehen, in den letzten 25 Jahren haben sich Infrastrukturen im Bereich Wasser, Abwasser stetig weiterentwickelt und das Thema IoT, das wird manchmal neue Schub geben und neue Möglichkeiten bieten. Folie weiter. Ich werde Ihnen in den nächsten 10 Minuten aufzeigen, wie im Zusammenhang mit Beispielen im Wasser und Abwasser Möglichkeiten bestehen, dass man IoT-Infrastrukturen nutzen kann. Oft sind solche Lösungen hier im Bereich von einer Smart City-Anwendung werden die eingesetzt. Das heisst, wir können Möglichkeiten bieten, hinten in diesen Bereichen Sensoren auszurüsten, dass man die auch in einem bestehenden Netz einbinden kann. Weiter. Wenn man die Herausforderungen anschaut, die natürlich wir als Gesellschaft hier haben, vor allem was so unsere Klimaverhältnisse betreffend, dann haben wir grosse Herausforderungen. Wenn man so ein bisschen die globale Sicht anschaut, dann ist es so, dass natürlich die Wasserknappheit über 10% von der europäischen Bevölkerung leidet unter Wasserknappheit. Wir haben gerade in den grossen Städten ist heute die Wasserinfrastruktur bei rund einem Viertel der grossen Städte unterentwickelt. Und in den letzten 5 Jahren sind weltweit Wasser- und Abwasserpreise mehr als 70% gesteigert. Man sieht aber auch in der Schweiz mit zunehmender Trockenheit, gerade bei sehr warmen Sommer, ist das ein Problem. Aber auch die Klimakapriolen, die man hat mit Unwetter und Überschwemmungen, führt uns auch immer wieder zu Herausforderungen, auch im kommunalen Bereich. Und natürlich auch die effiziente Bewirtschaftung der Landwirtschaft, was dann auch die Auswirkungen hat auf Pestizide im Grundwasser. Das sind Herausforderungen, die man natürlich auch Rechnung tragen muss und sich überlegen, wie Gemeinden können mit diesen Herausforderungen umgehen. Weiter. Ein Thema, das sehr naheliegend ist, ist ja das Auslesen der Verbrauchsdatenerfassung vom Wasserverbrauch bei den Haushalten. Es ist ja so, dass in der Schweiz sehr viele Gemeinden, das sind mehrere hundert Gemeinden, die heute schon so auf mobile Auslesungen setzen, weil der Zugang zu einem Gebäude, das wird gerade auch für die Wasserversorgung immer schwierig, weil die Gesellschaft hat sich verändert, die Leute sind immer den ganzen Tag daheim. Es ist schwierig, also eine Messstelle anzukommen. Da haben sich viele Wasserversorgungen in den letzten Jahren auch entschieden, dass sie mit einer mobilen Auslesung die Wasserzähler auslesen. Das heisst, man fährt 2-3 Mal im Jahr durchs Quartier und dort über Funk die Messdaten auslesen. Die nächste Evolution, die uns da bevorsteht und die Möglichkeiten bietet, die Herausforderungen der Zukunft zu erfüllen, das ist, dass man die Wasserzähler künftig an ein IoT-Netz anschließen. Hier mit einem Beispiel, wie man das über LoRa machen kann, wo natürlich nicht nur die Verbrauchsdaten, sondern auch zusätzliche Informationen vom Wasserverbrauch erfasst werden können. In der Schweiz haben wir zwar heute einen recht effizienten Verbrauch von Wasser. Wir brauchen etwa 142 Liter pro Person im Tag im Haushalt. Und das ist dank effizienter Nutzung auch von der Geräte im Gebäude innen ist der Wasserverbrauch immer gesunken. Und das führt auch teilweise Gemeinden sogar zum Umstand, dass die Leitungen überdimensioniert sind, weil man muss natürlich auch gewisse Dimensionen vorhalten wegen Löschwasser, weil das natürlich auch eine Funktion ist, die so ein Wassernetz muss erfüllen. Und das führt natürlich gerade in Sommertagen führt das oft auch zu Stillstand im Wasser. Das heisst, dass das Wasser wird erwärmt und Temperaturanstieg im Wasser, im Trinkwasser, das wird an einigen Stellen heute bei diesen warmen Sommer auch zu einem grösseren Problem. Das heisst, die Herausforderung für eine Wasserversorgung ist künftig nicht nur der Verbrauch vom Wasser zu messen, sondern auch die Qualität oder die Temperatur vom Wasser, damit man da eine bessere Aussage machen kann
und auch dem Kunden Informationen kann zur Verfügung stellen, damit er selber auch genauer weiß, wenn sein Verbrauch stattfindet. Weiter. Ein weiteres wichtiges Thema ist natürlich auch die Netzinfrastruktur. In vielen Gemeinden sind die Wasserinfrastrukturen oder die Abwasserinfrastrukturen schon Jahrzehnte alt. Das heisst, ein Thema, das dort natürlich auch immer wieder vorkommt, sind Rohrbruch. Und das sind meistens Ereignisse, wo schleichend passieren. Das heisst, wenn man die Möglichkeit hat, dass man die Netze permanent überwachen, dann kann man einen möglichen Rohrbruch auch sehr frühzeitig identifizieren. Da gibt es heute auch Lösungen im Bereich von IoT, wo man mit Erfassen von Daten an verschiedenen Punkten in der Infrastruktur kann die Netze überwachen und so auch merkt, dass präventiv dort ein Ereignis könnte stattfinden und einzugreifen, bevor dann die Halbstrasse dann plötzlich weggeschwemmt ist. Das weitere Thema ist natürlich auch der Energieverbrauch von Pumpen im Netzbetrieb. Eine Wasserversorgung braucht sehr viel Energie. In der Stadt Zürich zum Beispiel ist die Wasserversorgung neben dem Verkehrsbetrieb Zürich der zweitgrösste Energiekonsument. Und mit einer Optimierung von diesen Pumpeninfrastrukturen kann natürlich dort auch ein Effizienzgewinn erreicht werden, dass dort die operativen Kosten von einem Betrieb von so Netz möglichst effizient folgen können. Weiter. Ein weiteres Thema, und das gewinnt doch zunehmend an Bedeutung, das ist auch die Überwachung der Abwassernetze und Gewässer. Gerade jetzt bei extremen Wettersituationen, wo wir doch auch vermehrt mit so lokalen Unwettern muss rechnen, ist es ja oft so, dass gerade in geschlossenen Kanälen man sehr wenig Informationen hat, wie dort der Füllstand sich bewegt und das dann oft erst realisiert, wenn sich irgendwie dann so eine tolle Deckel läuft und dann plötzlich die ganze Straße unter Wasser steht. Da gibt es auch Möglichkeiten mit Radarsystemen, wo man den Durchfluss in so Kanälen kann überwachen kann, aber auch bei Flüssen, wo man hier ein Beispiel an dem Bild sieht, wo man auf der einen Seite mit Radarsensoren natürlich auch den Durchfluss von einem Fluss kann messen und da sieht, wie sich das Gewässer entwickelt in einer Extremsituation oder mit Radar, die unter Brücken montiert sind und so die Höhe vom Fluss überwachen. Das sind alles wichtige Anwendungen, die heute mit IoT-Technologien möglich sind, dass man bestehende Infrastrukturen, die schon seit Jahrzehnten im Einsatz sind, kann nachrüsten, damit man auch Informationen hat, auf der einen Seite natürlich auch für einen effizienten Betrieb von diesen Infrastrukturen, auf der anderen Seite aber auch die veränderten klimatischen Bedingungen, die doch neue Herausforderungen stellen, auch an Gemeinden in der Prävention auch können, frühzeitig zu erkennen, wo ein Ereignis stattfindet und so auch können, proaktiv dann solche Ereignisse auch zu bekämpfen. Das sind wichtige Elemente, die wir mit den Gemeinden in den Diskussionen auch erleben, dass dort eine erhöhte Aufmerksamkeit ist. Und da kann IoT mitunter eine Technologie sein, die uns wird helfen, künftig in diesen Anwendungen können, auch wirklich einen Vorteil oder eine Verbesserung von der Reaktionszeiten oder auch vom Betrieb von so Infrastrukturen zu machen. Das so ein kurzer Einblick zu verschiedenen Anwendungsfeldern im Bereich Wasser, Abwasser. Es gibt sehr viele Anwendungsfälle natürlich auch in anderen Energiearten. Aber am Ende des Tages sind es auch die Sensoren, die heute mit IoT ausgerüstet werden können und in so Ökosystemen wie in einer Smart City als integraler Bestandteil betrieben werden. Guten Dank. Ja, Entschuldigung. Besten Dank für die drei kurzen Referate. Es sind zwei Fragen reingekommen. Zuerst von Christoph Zech war, wer die Verantwortung hat in einer Gemeinde, in einer Stadt. Da hat dir ja schon eine Antwort gegeben im Chat. Dass das eigentlich, wenn es das gibt, eigentlich auch das leitet der Gemeinde, die ganzen Digitalisierungsthemen. Oder es ist ein Fachbereichsleiter, der das unter sich hat. Der Matthias Retz hat geschrieben, wie sieht das aus für eine kleine Gemeinde? Also können sich die IoT leisten? Und wir haben den Fall gemacht, jetzt auch bei uns im Verein, es ist nicht eine Frage unbedingt vom Budget, sondern es ist eine Frage von, was ist der Zweck?
Also man sieht viele Anwendungen, wo man sich muss fragen muss, ist Zweck und Nutzen wirklich gegeben? Und das ist natürlich etwas, was viel Geld kostet. Aber wenn es natürlich zur Sicherheit dient oder wenn es irgendwie auf der einen Seite Kosteneinsparungen gibt, dann wird das nicht das Preisthema sein, ob das auch eine kleine Gemeinde sich kann leisten kann. Habt ihr von eurer Seite schon Erfahrungen gemacht mit IoT in der Gemeinde oder habt ihr ganz konkrete Fragen an die drei Referenten? Dann wäre jetzt der Zeitpunkt so, dass ihr die noch direkt stellen könnt. Dort noch eine Frage, die drei Referenten? Ich habe vielleicht noch ganz eine kurze Bemerkung, zu den Kosten, oder? Da kommt es wirklich darauf an, wir reden wirklich eigentlich von vierstelligen Zahlen. Also man kann, es gibt anfänglich gewisse Kosten, um das Ganze aufzuschalten, aber nachher das kostet es wirklich nicht. Irgendwie, keine Ahnung, was das irgendwie nicht leistbar ist. Also man kann das durchaus im kleinen Bereich schon zahlen. Ja. Und da fände ich es auch insgesamt interessant. Also gerade in meiner Gemeinde kann man das vielleicht diskutieren. Wenn es da ähnliche Bedarf gibt, oder, dann kann man das wirklich auch ein bisschen zusammenbündeln und das gemeinsam eigentlich so eine standardisierte Lösung anbieten, dann kann man auch gewisse Kosten wiederum auf alle aufteilen. Besten Dank. Was mich interessiert, was gibt es bei euren Pilotgemeinden, die neue Sachen ausprobieren? Oder dürft ihr das einfach mal bei euch ausprobieren und schaut, dass nachher jemand das bestellt? Wie dürft ihr die IoT, die sich ja sehr stark am Weiterentwickeln ist, wie dürft ihr so Sachen in Praxis testen? Also wir haben beides. Wir haben natürlich Teste, also Piloten, wo Gemeinden das ausprobieren. Das sind oft aber auch Gemeinden, die heute schon eine mobile Auslesung haben, die schon bereits so eine halbe Digitalisierung umgesetzt haben und die aber sagen, sie wollen mehr Informationen haben, dort so ein Migrationskonzept wählen, wo sie können die bestehende Infrastruktur quasi nachrüsten, um das in ein Ökosystem überführen. Und das ist natürlich auch immer das, was Deria gesagt hat, eine wirtschaftliche Komponente. Wenn man zum Beispiel jetzt Abrechnung von Verbrauchsdaten anschaut, wenn ich eine manuelle Ablesung mache, wo ich vor Ort gehe, ablesen, dann kostet das eine Gemeinde, je nach Kostenbetrachtung, kostet das zwischen 8 und 12 Franken pro Ablesung. Und wenn man das zweimal im Jahr macht, sind das irgendwo auch 20 Franken. Und wenn ich jetzt eine größere Gemeinde nehme, wo 3000 Wasserzellen muss auslesen und das über ein IoT-System mache, dann komme ich eben auf ähnliche Kosten pro Messpunkt im Jahr. Habe aber den Vorteil, dass ich dort viel mehr Daten kann sammeln und durch das auch dem Kunden Informationen geben. Ich habe irgendwelche Wechselprozesse. Das ist auch oft so, dass man unterjährig natürlich auch immer Mieterwechsel oder Eigentümerwechsel hat von Gebäuden, wo man dann muss wieder vor Ort ablesen. Am Schluss ist es auch ein starker Effizienzgewinn in den Prozessabläufen von der Kommunen, wo rein durch eine Effizienzbetrachtung sich so ein System schon lohnt. Und die zusätzlichen Informationen, die man kann gewinnen kann, dass man nachher netzdienliche Informationen hat, um eben eine bessere Information zu haben über das Netz und so vielleicht auch können im Unterhalt vorausschauend kann dort Interventionen machen. Das sind so Vorteile, die entwickeln sich erst noch. Ich habe noch eine Frage bei mir im Chat, ich glaube nur an mich, wie ist denn mit Missbrauch oder so konkret irgendwie Abfallfüllstandmessung, wo dann irgendein Schlaumeier via App oder irgendwie das System hackt und die Presse blockiert oder auch sonst die Kübel zerstört werden. Ich glaube, da haben wir bisher kein Patentrezept. Ich glaube, man muss einfach am Anfang, wenn man in die Projekte hineingeht, halt auch schon mit gewissen Rückschlägen rechnen. Gerade wenn es Anwendungen sind im öffentlichen Raum, wo 24 Stunden mal 7 irgendjemandem ausgesetzt sind. Und ich glaube, es braucht halt einfach, was ich so höre, ein bisschen Schnauf, dass man mal schaut, ist das einmalig, ist das wiederholt, gibt es vielleicht Standorte, wo für gewisse Anwendungen halt einfach leider nicht prädestiniert sind. Ich glaube, das ist Learning by Doing, da habe ich leider kein Patentrezept, aber ich denke, wenn man die Projekte startet, muss man damit mal
halt leider damit rechnen, es könnte vielleicht auch mal schief gehen. Also wenn man nicht gerade, ja, vielleicht zu viel Euphorie reingeht, einfach Ergebnisse offen, dass die Sache angeht und dann ständig optimiert. Ich glaube, das muss der Ansatz sein. Ich habe allerdings auch schon gehört, dass gerade Trennabfallkübel, Abfallkübel mit Füllstandsmessungen wieder weggenommen worden sind, weil sich es einfach an gewissen Orten nicht bewährt hat. Das ist auch eine Erkenntnis. Das ist, glaube ich, einfach nicht das Patentrezept für überall. Das ist eine andere Frage im Chat, die ich gesehen habe, nämlich wie ist es denn mit der Schaffung von entsprechend rechtlichen Grundlagen für die Erhebung von Daten im öffentlichen Raum oder in kommunalen Reglementen? Und ich glaube, grundsätzlich haben wir ja das Öffentlichkeitsprinzip. Es gibt dann auch den Verein Open Data, wo man eigentlich möglichst, wo die Ermutigung da ist, auch von der öffentlichen Hand, möglichst viel Daten, die nicht personengebunden sind, verfügbar zu machen. Es gibt eine ganze Community von App-Entwicklern, die aus diesen Daten vielleicht wieder etwas Spannendes machen, wo es Nutzer gibt. Also, das ist ja immer Krux, das könnt ihr aber besser sagen von den Firmen, das Trennen von userbezogenen Daten zu also von der Person abkoppeln von den anderen Daten, wo man sonst etwas brauchen kann. Ich glaube, das muss man damit im Auge haben. Klassischerweise jetzt gerade irgendwie Telekom-Daten, wo bin ich wann gewesen mit meinem Handy. Da muss ich sichergestellt sein, dass es nicht auf Person zurückbezogen wurde, sondern einfach, dass ich als Person mich irgendwo aufgehalten habe, aber dann die Anwender von diesen Daten nicht wissen, wer das gewesen ist. Oder, glaub, aber ich weiß nicht, ob es da spezielle Reglemente braucht. Ich bin da nicht der Datenschutzexperte. Vielleicht weiß das sonst jemand mehr. Dass man da als Gemeinde, wenn man in diesen Prozess hineinsteigt, speziell müsste ich noch etwas beachten. Das denke ich, eine spannende Frage. Also ich kann das vielleicht aus Sicht der Energiewirtschaft beantworten oder einen Teil beantworten, wie mir das angegangen ist. Im Bereich vom Stromzähler, das ist ja so, dass bis 2027 80% von allen Schweizer Haushalten einen intelligenten Stromzähler bekommen. Und das ist im Zusammenhang natürlich mit der Energiestrategie eine Grundvoraussetzung von der Infrastruktur, damit man den dezentralen Zubau von Stromerzeugung kann erwirklichen. Und dort hat man es im Gesetz, im Stromversorgungsgesetz so festgelegt, dass die Möglichkeit besteht, alle 15 Minuten Daten zu erfassen, weil es die Transparenz braucht. Im Bereich von Wasser ist das heute noch ungeklärt. Da hat es kürzlich einen Bundesgerichtsentscheid gegeben in einer Gemeinde im Kanton Aargau, wo ein Endkunde beklagt hat, weil der das Messgerät eingebaut war, wo Daten gespeichert hat. Die Gemeinde hat dort eine Lösung gesucht gehabt, dass im Fall von einer Beanstandung können die Daten vor Ort bei dem Messgerät ausgelesen werden, um können so ein Nutzungsprofil zu zeigen. Also durchaus vom Öffentlichkeitsprinzip eigentlich eine netzdienliche Sache, aber das Bundesgericht hat das als Verletzung vom Grundrecht gesehen, weil für die Abrechnungen man nicht muss irgendwelche Daten speichern. Das heisst, das hat jetzt auch dazu geführt, wo wir jetzt auch angestoßen haben, dass ein Verband wie der SVGW, der Schweizer Gas- und Wasserfachverband, dort auch ein Regelwerk herausgibt, wie das in anderen Ländern stattfindet, wo man natürlich auch versucht, dass nicht durch irgendwelche gesetzliche Barrieren plötzlich ein Technologiestopp entsteht und eigentlich die Vorteile, die eine Kommune könnte haben, wenn sie auf Digitalisierung kann setzen und Informationen kann netzdienlich verwenden, plötzlich das nicht mehr darf, weil in einem anderen Fall dass das Gericht anders sieht. Also da ist tatsächlich so, dass die Datensicherheit ist weniger das Thema. Die Systeme sind heute mit 128 Bit verschlüsselten Stand von der Technik. Das ist nicht ein primäres Thema vom Hacken, sondern es ist mehr das Thema, dass der Datenmissbrauch sinngemäß geht. Und da werden die Branchen müssen in den nächsten Jahren sicher auch ihr Regelwerk ausarbeiten, dass man eine Definition macht, wo der Gemeinde nachher eine Planungs- oder Investitionssicherheit gibt bei so Technologien. Besten Dank. Weitere Fragen? Unsere Zeit geht langsam schon wieder am Ende zu. Was sehr wertvoll ist, führt nach Austausch in der Gemeinde. Also in den letzten 12 Monaten haben wir mit sehr vielen Gemeinden Kontakt gehabt und haben Anwendungen gesehen, die umgesetzt wurden, die extrem innovativ waren oder zum Teil auch Fehler, die passiert sind. Und die Gemeinden, die sind auch bereit, Auskunft zu geben. Also es muss eigentlich nicht jeder die Erfahrungen wieder neu und selber machen. Ich glaube, das ist wirklich der Wert, dass man miteinander redet und irgendwie
das Baselland mit dem Wallis und das Wallis mit dem Thurgau berät und schaut, wie habt ihr es gelöst, was sind so die positiven Erfahrungen. Also wir probieren das auch von meiner Gemeinde zu unterstützen. Wir haben hier verschiedenste Möglichkeiten, die wir euch als Gemeinde begleiten können. Ich werde mich jetzt noch am Schluss schnell fragen, wie ihr das heute empfunden habt. Es war für uns heute das erste Mal gewesen, dass wir das in dieser Form gemacht haben. Da viele im Hintergrund haben unterstützt, auch technisch, dass es alles geklappt hat. Da von meiner Seite besten Dank. Ich würde noch jetzt aufschalten, drei Fragen vom Mentimeter. Vielleicht kennen die meisten das nicht, was der Mentimeter ist. Ihr könnt eingeben menti.com. Und dort hat es eine Nummer 10, 28, 75, 90. Ich das mal einblenden. Und wenn ihr die Nummer eingebt, die ist oben nachher, das 10, 28, 75, 90 müsst ihr eingeben auf menti.com. Das könnt ihr auf dem PC machen oder auf dem Handy. Und ihr könnt dort mal als erste Frage eingeben, wie euch das heute gedünkt hat. Gut, ich würde nachher zur nächsten Frage gehen. Was sind für euch so die wichtigsten Learnings oder was hättet ihr mitnehmen aus diesem Seminar? Wir werden die Unterlagen aufschalten, also sowohl die Präsentationen wie die Online-Aufnahmen, dass ihr sie noch nachschauen könnt, die dort interessiert sind. Vielleicht schon als Info auch, wir werden den nächsten Anlass am 27. April um 8 Uhr haben zum Thema 5G, Chancen und Risiken in Gemeinden. Und dann haben wir noch eine letzte Frage. Welche Themen würde mich besonders interessieren? Also wir werden nicht einfach von uns aus da irgendwelche Sachen präsentieren, die uns nicht interessieren, sondern gibt es Themen, wo ihr sagt, das wäre spannend, wenn wir da zwei, drei kurze Referate hätten, die wir dann würden organisieren. Ihr könnt die Feedback auch auf live at minigemeinde geben. Dann nehmen wir das auch sonst noch auf, jederzeit. Da haben wir schon einiges an Ideen. Das ist dort die Seminar sich nicht ausgehen. Sehr schön. Besten Dank.
Ihr könnt das noch fertig eingeben, wir lassen es noch laufen. Wir sammeln es noch, damit ihr dann wieder seht, was noch alles zusammengekommen ist. Dann kann ich nur noch Danke sagen, dass ihr heute teilgenommen habt. Danke den Referenten, denen, die es organisiert haben, euch als Teilnehmer. Spannende Inputs gewesen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Warm wird es heute. Alles gut, bleibt gesund. Wiederschauen.